Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute soll es um die Sonntagsfragen zur Bundestagswahl gehen. Und zwar beziehen wir uns da auf die Forsa-Umfragen. Und da haben wir ein paar spannende Daten natürlich rausgeholt. Ich glaube, es war heute überall in der Zeitung, deswegen ist es auch so interessant. Und zwar die SPD hat die Union überholt. Erstmals seit sehr, sehr langer Zeit in den Forsa-Umfragen. Und zwar, wie wir jetzt hier im Bild sehen, hatte bei dieser Umfrage, die am 24. August gemacht worden ist, nun die SPD die Nase vorn mit 23%. Die Union hatte in dieser Umfrage 22%, die AfD 10%, die FDP 12%, die Linken 6% und die Grünen insgesamt 18%. In den Klammern sehen wir dann noch, wie viel Prozent Änderungen es zur letzten Umfrage gab. Das heißt, da hat die Union einen Prozentpunkt verloren und die SPD 2 Prozentpunkte gewonnen. Das Ganze ist natürlich auch logisch begründbar und kommt nicht von ungefähr, denn die ganzen Äußerungen und Vorfälle mit Laschet in letzter Zeit, sei es in der Flutkatastrophe, sei es jetzt in dieser ganzen Afghanistan-Sache, haben der Union natürlich ordentlich Punkte und Prozente gekostet. Und Scholz fährt natürlich seinen Weg weiter, indem er sich ja so gut wie möglich versteckt, sag ich mal, so wenig wie möglich gefühlt Stellung bezieht und wenig Angriffsfläche bietet. Das macht er recht gut. Gucken wir vielleicht nochmal, und das ist halt jetzt so interessant an diesen Forsa-Umfragen, dass einfach so viele Änderungen jetzt innerhalb von wenigen Monaten gab. Denn wenn wir uns noch auf den 7.7. beziehen, da habe ich jetzt auch nochmal ein Bild vorbereitet. Genau, wenn wir uns dann auf die Umfrage vom 7.7. beziehen, dann sehen wir hier, dass die Union noch bei 30% lag, die SPD bei 15%, die AfD bei 9%, die FDP bei 12%, die Linken bei 7%, hier gibt es also keine großen Änderungen, und die Grünen bei 19%, auch hier nicht die großen Änderungen zu vernehmen. Also ich glaube, im Moment hatten sie dann die 18% und damals dann die 19%. Spannend sind jedoch die Änderungen wirklich bei SPD und Union, dass gerade hier so viel Wechsel stattgefunden hat, das ist ja eher unüblich. Klar, wir reden hier von Umfragewerten, da muss auch immer die Genauigkeit überprüft werden, aber trotzdem ist diese Entwicklung natürlich sehr interessant, und das Ganze, haben wir eben schon geklärt, kommt natürlich nicht von ungefähr, je nachdem wie die Parteien sich einfach zu unterschiedlichen Dingen geäußert haben. Aber was noch viel spannender war, wir hatten halt schon mal einen Wechsel während dieser Umfragen. Das heißt, im Moment die SPD vorne, vor ja, ungefähr mehr als einem Monat, aber noch gar nicht so lange her, also 6 Wochen, war es dann die Union, die klar vorne lag, ja, mit doppelt so viel Prozentpunkten vor der SPD. Und wenn wir dann auf, und wenn wir dann natürlich nochmal 2 Monate zurückgehen, dann sehen wir sogar, dass hier damals die Grünen 28 Prozentpunkte hatten. Ja, das ist eine Umfrage von 20.04. Hier hatten die Grünen dann 28%, die SPD 13%. Also da gab es dann nicht die große Änderung bis zum 7.7. Und die CDU-CSU 21%. Also damals waren dann noch sehr viele Wähler der CDU, jetzt vor einem Monat, die dann das angegeben haben, natürlich noch im grünen Lager unterwegs. Ansonsten die FDP bei 12%, die Linken bei 7%, die AfD bei 11% und ja, das Weitere waren dann 8%. Man sieht auch hier eigentlich nochmal in dieser Grafik recht gut, die AfD bewegt sich so zwischen 9% und 11%, die Linken zwischen 7% und 6%, die FDP so zwischen 11% und 14%, und die Änderungen gibt es dann wirklich nur bei CDU, CSU, SPD und den Grünen. Aber es sind einfach diese krassen Schwankungen, die das Ganze so interessant machen und auch einfach so unüberblickbar. Jetzt haben wir ja noch knapp einen Monat bis zur Bundestagswahl, und deswegen ist das eigentlich so spannend, was passiert bis dahin. Man sieht aus diesen Umfragewerten, man kann eigentlich gar nichts vorhersagen, es ist gefühlt alles drin. Wer wird am Ende die Nase vorne haben und wer wird natürlich auch am Ende dann in die Regierung gehen? Das ist ja eigentlich nochmal das Wichtigere, weil für SPD und Grüne reicht es nicht, für CDU und Grüne wird es wahrscheinlich auch nicht reichen.
Deswegen wird da die FDP sicherlich noch ein Wörtchen mitreden, weil ich glaube, für die Linke reicht es ja nicht. Also dann wird es wahrscheinlich die Ampel oder Jamaika. Aber das werden wir sehen. Und dann halt natürlich auch noch das Interessanteste. Wer hat dann einfach die meisten Prozentpunkte und wer darf den Kanzler stellen? Das wird noch super spannend. Man sieht, wie sehr es hin und her geht. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Wer sollte für euch natürlich auch am Ende dann vorne liegen und das Rennen machen? Wer hat das Zeug dazu? Was sagt ihr zu diesen großen Schwankungen? Ich glaube, das ist ja schon recht ungewöhnlich. Wenn man sich das so anguckt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.